Ja, willkommen allerseits zu unserem Webinar zu CEST. Heute bin ich nicht allein dabei von Permanent. Mein Name ist Dirk Linn, sondern ich habe jemanden mitgebracht, der in Paris sitzt. Maxime, stell dich mal kurz vor. Wer bist du und ja, was haben wir heute vor? Ah ja, freut mich dabei zu sein, Dirk. Ich bin in Paris, wie du sagst. Ich bin der deutsche Marktmanager für CEST. Und wir sind ganz kurz und knapp eine französische Softwarefirma mit der Vision, Mitarbeiterinnen engagierter zu machen und Unternehmen dabei zu helfen, neue moderne Managementpraktiken einzuführen. Ganz kurz und knapp gesagt. Prima. Und das bringt uns heute zusammen, weil wir schon seit langem Partner sind von CEST und auch Anwender von CEST sind. Also in Deutschland gibt es nicht nur die Software von uns, sondern auch die Ideen dahinter von uns. Und heute in diesem Webinar, Maxim, wollen wir einfach mal schauen, erstens mal, was eure Software leistet. Also unsere Software, muss man dazu sagen, wir sind ja auch Partner dort. Aber auch, was wir hier in Deutschland für den deutschen Markt, für die deutschen Prozesse eigentlich umsetzen können. Und das Interessante dabei, CEST ist ja mittlerweile auch zum Beispiel bei Personio, das ist ein sehr bekanntes Produkt, auf dem Marktplatz erhältlich. Also wir haben auch Kopplung von HR-Systemen im Hintergrund schon. Also ganz so losgelöst das System nicht mehr, sondern eingebettet in eine komplette Umgebung. Jetzt schauen wir erstmal rein. Maxim, also stell uns mal kurz vor, was CEST über sich so sagt. Genau, also vielleicht ganz, ganz kurz und knapp gesagt, heute erstmal ein bisschen rauszoomen, uns mal die Trends im HR und im Engagement-Bereich mal ein bisschen gröber vor Augen führen und dann eben, wie Dirk schon sagt, das auch nochmal sehr praktisch machen, uns anschauen, wie genau wir denn CEST einsetzen können, was denn da hier die Vorteile sind auch und wie man letztendlich sein Unternehmen dann auch erfolgreich transformieren kann, wie es Dirk schon geschafft hat. Warum gibt es CEST? Was haben wir, überhaupt vor. Generell sieht man eben das Engagement und Mitarbeitermotivation ganz breit gesagt ein Riesenproblem ist am Markt. Und zwar haben insgesamt nur circa jeder vierte Mitarbeiter global überhaupt die Meinung, dass er motiviert ist oder engagiert ist für seine Arbeit. In Europa ist das Ganze noch mal ein bisschen dramatischer. Da sind es nämlich nur 14%. Also nur einer aus sieben Mitarbeitern sagt, sie sind engagiert bei ihrer Arbeit. Was aber natürlich riesige Einbußen hat für das Unternehmen, für das derjenige oder diejenige arbeitet. Und zwar nämlich zum Beispiel haben jede Menge Studien gezeigt, dass 23% der Gewinn gesteigert werden könnte durch engagiertere Teams. Zusätzlich natürlich dann auch die Kundenloyalität und natürlich senkt das Gesamte auch die Fluktuation für das Unternehmen und hält die Leute länger dabei. Deswegen sind die natürlich dann auch generell, ja. Also hat auch große Vorteile natürlich für das Unternehmen selbst und nicht nur für den eigentlichen Mitarbeiter. Dirk, was sind Herausforderungen, die du aktuell am Markt siehst, sowohl global als auch in Deutschland, wenn es um Engagement geht? Also ich glaube, dass wir im Moment so eine verrückte Welt haben. Alle gucken nach dem Recruiting und wollen Recruiter einstellen. Aber eigentlich ist es ja so, dass wir erstmal intern mal gucken müssen, was wir im Team haben. Ja, also jeder Mensch, der nicht geht, ist jemand, der auch nicht ersetzt werden muss. Und gerade langjährige Menschen, die viel Know-how aufgebaut haben, die gehen zu lassen, ist natürlich jetzt eine Sache, die leider zu oft stattfindet. Also wir gucken zu wenig nach innen, eher nach außen, gucken, wo ist das Gras grüner. Aber eigentlich haben wir viel grünes Gras auch bei uns in der Firma. Und hier genau greift ja auch ein CEST an. Für uns ist wichtig zu wissen, was die Mitarbeiter motiviert. Und diese Dinge sind dann vielleicht auch ein bisschen anders über die Jahre. Ja? Also der Mitarbeiter, der vor 5 Jahren bei uns angefangen hat, hat vielleicht nicht mehr die ganzen gleichen Motivatoren, die ihn antreiben wie heute. Ja? Und ich glaube, das ist das Wichtige dabei zu gucken, dass wir die Menschen dort abfangen, wo sie gerade sind. Und früher war das ja so, dass wir einfach von den Systemen ja gar keine digitale Plattform hatten. Hat mir mal von oben gesagt, dass meine Firmenwerte ordnet euch unseren Werten unter. Und dann seid ihr praktisch safe bei uns. Aber heute wissen wir, jeder hat eigene Werte dabei, die müssen idealerweise zum Unternehmen passen. Nur wir haben viel mehr Möglichkeiten, dann, sagen wir, bottom-up zu arbeiten. Und ich glaube, dieser Shift, den macht auch nur die Digitalisierung möglich, weil ja die Instrumente jetzt ganz anders sind. Wir können mit Tablets arbeiten, wir können mit Smartphones arbeiten. Und das wirft den ganzen Markt über den Haufen. Und damit umzugehen, das ist für Führungskräfte übrigens echt ein dickes Problem, Maxim, weil wir ja gewohnt sind, als Führungskraft einfach von oben nach unten zu sagen, was Ansage ist. Das Feedback ist ja von oben nach unten immer gegangen. Und auf einmal stehe ich als Führungskraft da und muss auf einmal Feedback empfangen. Und das ist hart. Ja, du sprichst einen ganz, ganz interessanten Punkt an. Das nennt sich Symmetry of Attention. Und zwar sagt das genau das, was du gerade angesprochen hast, dass eben Unternehmen die gleiche letztendlich
oder die gleiche Aufmerksamkeit, die Unternehmen ihren Kunden entgegenbringen sollten, sollten sie auch ihren Mitarbeitern entgegenbringen, weil das letztendlich eine direkte Auswirkung hat. Wenn Mitarbeiter engagierter sind, wenn Mitarbeiter happier sind, hat das eine direkte Auswirkung auch auf die Kundenzufriedenheit. Das heißt, genau wie du sagst, sozusagen, wir müssen mehr den Fokus auch nach innen wenden. Man kann da sehr viel, glaube ich, noch rausholen. Das ändert sich auch sehr stark heutzutage am Markt. Die Leute wechseln viel schneller Jobs, die Leute schauen viel mehr nach neuen Sachen. Und gerade wenn es, sage ich jetzt mal, durch Faktoren wie hybrides Office dann teilweise nochmal vielleicht verstärkt wird, auch wenn das natürlich auch viele Vorteile hat, kann das natürlich noch zu drastischeren Auswirkungen führen, was aber gleichzeitig eben auch bedeutet, dass es noch deutlich mehr Potenzial gibt, gerade dann für Lösungen wie CES, die eben die Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Mitarbeiter engagierter zu machen. Ich erlebe halt viel Unsicherheit, dass wenn man so einen CES, man findet es erstmal toll. Also die meisten Gespräche sind so, hey Dirk, was ihr da macht, ich finde es total klasse, ihr habt eine tolle Firmenkultur und auch dieses Feedback ist alles toll, aber bei uns geht das nicht, weil, ja, also man ist immer besonders, das kann man ja gut sehen an vielen Unternehmen, wo dann sagt, der Geschäftsführer sagt, wir müssen was ändern, irgendwas stimmt hier nicht. Die Mitarbeiter selbst wollen auch was ändern und dazwischen drin, da hängt genau diese Führungskraft, die genau sagt, ja, aber was hat das für mich für eine Rolle? Ja, und dieses Servant Leadership, was du auch gerade sagst, Maxim, ja, im Vertrieb muss man auch gucken, was der Kunde will. Nicht das, was ich verkaufen will, ist das Produkt, sondern was der Kunde erwartet, ist das Produkt. Und das ist genau das Gleiche intern. Ja. Ich muss mal schauen, wie führe ich Menschen? Und das ist kein One-Size-Fits-All, weil ja jeder anders ist. Ja. Ob Sascha, Sarah oder Martin, die jetzt auch mit dabei sind, das sind ganz andere Menschen. Gott sei Dank ist das so. Und die brauchen eine ganz andere Fürsorge. Ja, und das sieht man auch bei unseren ganzen Kunden in Frankreich super stark, dass man genau, dass die gleiche Herausforderungen haben, dass da viel alte Management-Praktiken noch unterwegs sind, die man wirklich revolutionieren kann da und die komplett verändern, auch mithilfe unseres Tools auch natürlich. Ne, da steckt viel, viel mehr dahinter. Das ist nicht einfach nur eine Software, die man denen vorlegt und dann ist dann Switch von rot auf grün. Da steckt natürlich viel, viel Change Management und viel, ja, erstmal kultureller Wechsel auch dahinter. Aber wenn man das schafft und ja, dann sieht man eben auch unter unseren Kunden einen riesigen Impact, wie die wirklich da noch super viel rausholen können aus ihren eigentlichen Teams. Und darum ist, glaube ich, auch die Verbindung zwischen Change Management, was wir anbieten, und dem Produkt. Du brauchst, glaube ich, beides, weil die meisten, die holen ja irgendwelche Berater ins Haus und sagen, ja, ich brauche jetzt irgendwie ein neues Führungskonzept, neue Führungsgrundsätze. Aber es ist nur also kurz gesprungen, weil auch wenn du das Konzept hast, wie untermauerst du das? Welche Messwerte hast du? Über was redest du überhaupt? Ja. Und dieses CES-Tool gibt uns zumindest mal seit Jahren die Möglichkeit, auch Messwerte zu produzieren. Also wie geht's dem Team? Was bewegt eine Sarah? Was bewegt ein Sascha? Was bewegt ein Martin? Und wir können darüber reden, und zwar in unseren Team-Meetings, die wir einmal pro Monat haben, anonymisiert, dass wir so eine Team-Map aufbauen, welche Sachen sind denn eigentlich hier. Und der große Vorteil übrigens von CES, also einer der Vorteile, es gibt ja viele Vorteile, ist, dass du sowohl anonym als auch mit Namen antworten kannst. Und viele Tools sind halt nur anonym oder nur namentlich. Und manche Prozesse, da muss man halt eine Freiheit haben, dass man die Wahl lässt. Und das ist bei CES natürlich gegeben. Jetzt sagst du gerade schon einiges zu CES. Vielleicht schauen wir mal ganz kurz wieder auf die Folien. Ich blende die mal wieder ein, um mal kurz zu zeigen, was denn eigentlich, wie denn unser Tool aufgebaut ist und was wir denn eigentlich bieten können. Ich denke, ihr seht meinen Bildschirm wieder. Ja, das tun wir. Genau. Also generell hat CES inzwischen vier große Bausteine, mit denen wir eben unterschiedliche Bedürfnisse der Unternehmen angehen. Der erste ist, wie du es gerade schon sagst, ist der Zuhören-Baustein, wo es wirklich darum geht, die Mitarbeiter zu verstehen, in Echtzeit, was die aktuell bewegt, was ihre Herausforderungen sind. Das beinhaltet so jede Menge Features wie Umfragen, wie Engagement-Meter oder auch wie Stimmungsboards oder Motivatoren. Dann haben wir aber auch noch das Listen-Modul, das Leisten-Modul, wo es darum geht, wirklich neue Management-Praktiken und Performance-Management-Praktiken einzuführen, wie Check-ins, wie OKRs, also Ziele neu zu setzen. Und dann eben als dritten Baustein noch das Teilen-Modul, wo es darum geht, eben wirklich das Ganze auch nochmal im Unternehmen zu verstärken durch eben neue Wertschätzungsfeatures oder auch Feedback oder auch die Ideen, die man damit sammeln kann.
Und all das wird letztendlich gebündelt in unserem neuesten Feature, das ist das Steuern, wo man wirklich sozusagen zentral den Überblick über alles hat, wie einzelne Ziele zusammenhängen, ein großes Dashboard hat, wie man das alles angehen kann, etc. Und genau das war eigentlich auch schon vor 7 Jahren, als Chris und seine anderen Mitgründer das realisiert haben, dass es eben hier große Probleme gibt noch am Markt, dass Firmen Probleme haben, ihre Mitarbeiter engagiert zu halten. Und das ist alles schon vor Covid, vor Hybrid Work und all den relativ, sage ich jetzt mal, neuen Trends über die letzten Jahre. Und haben dann eben hier dieses große Tool gebaut, gibt sowohl als App als auch mobil. Und genau, aktuell sind wir einer der Marktführer in Frankreich und expandieren jetzt eben auch stärker nach Dach. Und genau, vielleicht, Dirk, erzähl uns ein bisschen was von deiner Transformation, wie ihr Zest jetzt einsetzt bei euch. Ja, also erstmal, Frankreich ist wirklich Zest eins der bekannten Tools, muss man dazu sagen. Also wir haben ja viele Partner in Frankreich, auch andere Softwarepartner, jetzt nicht das gleiche macht, sondern andere HR-Produkte, alle kennen Zest. Das ist schon ziemlich interessant, weil der deutsche Markt ist mit Zest noch gar nicht so richtig in Verbindung gekommen. Aber es ist genau unser Auftrag. Ja, wir haben ein Tool, das wirklich auch gut übersetzt ist. Das ist ja auch so ein paar Sachen. Es gibt ja manche Tools, die sagen, ich habe mehr Mehrsprachigkeit. Das Schöne dabei ist, seit 5 oder 6 Jahren, seit wir mit Zest zusammenarbeiten, sind wir von Permanent auch die Menschen, die das ins Deutsche übersetzen mit unseren Wordings. Also wir wissen genau, was wir tun, weil wir es auch selbst erleben in der Praxis. Und deswegen ist auch die Übersetzung hier 100% und einzigartig. Ich glaube, viele Tools haben das noch gar nicht. Das echte Deutsch, das man auch versteht in der PE. Das ist Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, dass wir in Deutschland immer noch sehr konservativ unterwegs sind. Ja, das ist das ganze Thema Feedback bei den neuen, bei den jungen Mitarbeitern. Auch, na wohl, ich mache es gar nicht am Alter fest. Ich glaube, es ist einfach ein Mindset-Thema, wie man mit Feedback umgeht. Ich bin jetzt mittlerweile auch nicht mal der Jüngste, aber ich habe mit Feedback trotzdem viel am Hut und ich finde das auch gut. Es hilft mir selbst, mich zu verbessern. Aber wir haben halt immer noch Angst in vielen Bereichen, über Feedback, über Gefühle zu sprechen, weil das ja auch mit Gefühlen zu tun hat. Man muss ja mal auch so ein bisschen, sag mal, ja, ein bisschen mehr von sich erzählen, um dann auch besser verstanden zu werden. Und das haben wir bei uns etabliert. Und das Ganze basiert eben auf Vertrauen. Und ich glaube, wenn das Vertrauen nicht da ist, dann werden solche Tools auch nicht funktionieren. Man braucht also erstmal so eine Vorarbeit. Das ist genau das, was wir als Permanent auch im Vorfeld machen, zu schauen, in welchem Status, in welchem Stadium, muss man dazu sagen, ist eigentlich ein Unternehmen. Und nicht jedes Unternehmen ist reif, ein solches System auch einzuführen. Wir brauchen also diese Vorarbeit, damit Zest auch wirklich ans Fliegen kommt. Und dafür sind wir da. Ja, absolut. Das ist absolut richtig. Da ist Deutschland sicherlich, hat sicher noch einen weiten Weg vor sich, aber es gibt eben auch viele, sage ich jetzt mal, Unternehmen, aber auch eben Arbeitskräfte, die den Markt auch von unten herauf, sage ich jetzt mal noch, revolutionieren und da eben einfach diese Ansprüche stellen. Also ich glaube, da gibt es generell schon eine sehr starke Bewegung am Markt in diese Richtung und da sind wir zumindest genau zur richtigen Zeit da und können da auf jeden Fall noch viel bewegen. Genau, schauen wir mal drauf. Ich würde ganz kurz, Maxim, lass mal diese Folie nochmal stehen, weil in der Mitte des Steuern, was du gerade gesagt hast, das ist ja das neue Modul, das wir auch im Einsatz haben bei uns. Das geht ja um Objectives und Key Results, also neue Art der Zielesteuerung, wenn wir später noch darauf eingehen. Das ist auch so eine Art Paradigmenwechsel, weg von diesen Langläufern wie jährlichen Mitarbeitergesprächen in eine kurzfristige oder was kurzfristig, in eine andere Taktung, die deutlich einfacher ist, die näher am Markt ist, die näher am Mitarbeiter ist und vor allem die offener ist. Ja, wir bei uns bei Permanent zum Beispiel sind alle OKRs, also alle Ziele, die wir haben, sind offen. Also jeder sieht praktisch, was die Geschäftsführung für Ziele hat und jeder kann mal gucken, wo der andere dabei ist, kann sich in die Ziele einbringen. Das kann also praktisch einen Milestone selbst übernehmen. Und alleine diese Offenheit der Prozesse, das ist das, was ich auch vorhin mit Vertrauen gemeint habe, ist natürlich auch eine Frage. Ich muss da schon Vertrauen zu meinem Team haben, dass da eben kein Missbrauch entsteht und dass man sich auch gerne einbringt und dass diese Offenheit keine in eine Bedrängnis führt. Also es ist echt eine Kulturgeschichte. Und der zweite Punkt, und da bin ich auch fertig bei dieser Folie, Maxim, ist unten diese Integration, die interessant ist. Ja, du hast unten Slack zum Beispiel dabei. Ich habe gerade Personio angesprochen oder auch Microsoft Teams. Das sind ganz wichtige Geschichten. Weil Microsoft Teams ist in den letzten Jahren gerade durch Corona mit Teams ganz stark geworden. Und ca. 80% unserer Unternehmen, die wir betreuen Unternehmen zwischen, ja, in der Regel zwischen 200 und 5000 Mitarbeitern, das ist unser Range, wo wir uns bewegen, die setzen Teams ein. Und die Integration zu Teams ist eigentlich genial gut. Genauso wie Slack haben ja viele neue Startups mit dabei.
Das heißt, du kannst in Slack praktisch deine Sachen in den Stream reingeben und das im Hintergrund arbeitet das mit dem Test zusammen. Und somit hast du wirklich eine Stelle, wo du arbeitest und trotzdem kannst du die volle Erfolge von Test mitnehmen. Und das ist nochmal ein Treiber für viele Tools, die sich nicht integrieren. Ja, nee, absolut richtig. Also das ist auch, sage ich jetzt mal, einer der Hauptpunkte, die wir natürlich anbieten wollen, weil es gibt super viele HR-Systeme. Ich glaube, das Durchschnittsunternehmen hat irgendwie 120 verschiedene HR-Systeme am Laufen und Produkte. Das einfach mal drastisch zu reduzieren und natürlich, sag ich jetzt mal, auch wenn es natürlich ein weiteres System ist, sich ganz nahtlos zu integrieren in alles, was das Unternehmen gerade an anderen Tools, sage ich jetzt mal, benutzt. Zudem arbeiten wir natürlich auch eng mit den ganzen anderen, wie du sagst, Personio als ein großes HRIS-System, aber auch mit den anderen arbeiten wir natürlich enger zusammen und können wir natürlich auch über unsere Datenexporte etc. das ganz gut schon integrieren. Was hat sich denn bei euch sonst, sage ich jetzt mal, du hast jetzt schon einiges erzählt über was nötig ist für eine erfolgreiche Einführung oder auch für eine erfolgreiche Transformation. Aber was hat sich denn wirklich jetzt geändert bei euch, seit ihr Zest eingeführt habt in den letzten Jahren? Wie hat sich diese Transformation dargestellt? Was waren vielleicht auch Herausforderungen, denen ihr begegnet seid? Also was, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, dass es kein Hexenwerk ist. Also die ganze Geschichte oder keine Hexerei, es dauert immer. Ja, du kannst keine Wunder erwarten. Wenn du so ein System hast, musst du von der Führung, also von der Geschäftsführung her, eine Management-Attention haben. Das ist keine Sache, die man als Teamleiter irgendwo einführt. Das hat ein Kulturthema. Deswegen ist es wichtig, dass man von ganz oben einen Rückenwind bekommt. Und bei uns habe ich das eingeführt. Ich habe ja mittlerweile den Titel seit einem Dreivierteljahr Chief Happiness Officer, weil auch diese Dinge zum Wohlbefinden des Teams beitragen. Und man braucht einen langen Atem. Also es ist nicht damit getan, dass man sagt, ich habe jetzt Test eingekauft, aktiviere das Ding und dann nach drei Monaten ist alles gut. Ich glaube, das geht über mehrere Jahre, die verschiedenen Stufen. Du hast ja auch gerade diese vier Module angesprochen. Ja. Und man muss halt eben überlegen, welches Modul ist das, was ich am dringendsten brauche. Und wir haben bei uns alle Module am Start, aber nicht zur gleichen Zeit. Ja. Das ist halt genau das Learning, okay, was wir bei uns haben, nicht zu verzagen, wenn eben die Beteiligungsquote mal ein bisschen tiefer ist. Da muss man halt Werbung machen dafür. Das Tool selbst wirbt nicht für Tools. Also wenn du irgendein Tool runtergeladen hast auf deinem Smartphone, dann wirst du, wenn du es nicht brauchst, wenn da keine Mehrwerte dahinter ist, dann wirst du dieses Tool nicht nutzen. Und wenn du es nicht in die wiederkehrenden Prozesse einbaust, in die Managementprozesse, was wir tun bei uns, die alle Monate laufen, und da hat jetzt Sascha und Sarah, Martin waren ja auch alle gestern mit dabei, wir haben gestern zum Beispiel unsere Motivatoren an die Wand geworfen im Meeting und haben geguckt, was treibt eigentlich die Mitarbeiter dort? Und wir haben noch viele Schwachstellen entdeckt, wo wir gesagt haben, da hat sich was verändert, jetzt gerade durch diese Inflation, durch die neue Lage, durch den Krieg und insgesamt, das macht ja was mit uns. Nur wenn wir da nicht drüber sprechen, dann wird es stillschweigend irgendwo in eine Nicht-Kommunikation führen und dann haben wir die Probleme, die Leute kündigen und dann müssen wir an den Markt gehen und finden keine Leute und das müssen wir vermeiden. Ja, hier ist sehr gute Punkte, die du ansprichst. Ich würde noch mal einmal zur Folie zurückspringen, da sind nämlich auch einige Punkte, sag ich jetzt mal, etwas visualisiert, die du ansprichst, und zwar, dass man eben genau diese, dass man da dranbleiben muss, dass man regelmäßig sozusagen hier diese Pulsumfragen oder Stimmungsabfragen oder auch Motivatoren, was auch immer man letztendlich abfragen will, muss man eigentlich Minimum alle 3 Monate dann letztendlich auch abfragen. Gleichzeitig aber ein Maximum von 8 Fragen, weil, wie du sagst, wenn es jetzt irgendwie Überhand nimmt und dann dauert das irgendwie eine halbe Stunde lang zum Ausfüllen, dann machen es die Leute nicht und dann hat man effektiv wieder keine Resultate. Das heißt, häufig oder relativ häufig, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu den traditionellen einjährlichen Mitarbeitergesprächen ist es schon 4-mal so häufig, gleichzeitig aber auch eben kurz und knapp gehalten. Und am besten, wie du sagst, in irgendwelche Teammanagement-Rituale integriert, damit man eben gleichzeitig das dann auch eben Aktionen ableiten kann, das live diskutiert oder eben auch spontan, wie ihr es letztens hattet, dann auch nochmal direkt an die Wand werfen können. Und dann sieht man eben auch, wie man zum Beispiel hier unten sehen kann, auch Entwicklungen. Das heißt, man kann eben schnell sehen, okay, wie hat sich denn das Tool in den letzten Monaten entwickelt? Natürlich ist das alles automatisiert, ne? Diese ganzen Erkenntnisse und auch die, wie oft man das rausschickt, kann man natürlich alles automatisieren lassen. Und dann sieht man wirklich auch, wie sich, sage ich jetzt mal, die Stimmung eben verändert im Unternehmen, wie natürlich auch die Teilnehmerrate sich anpasst, aber auch eben, was konkrete Ideen sein könnten, um das Ganze zu verbessern.
und ja, um dann sein Team, sage ich jetzt mal, an der ja, motiviert zu halten. Du sprichst auch ganz viele Dinge an, die unheimlich wichtig sind, die man aber so einfach so wegstreicht teilweise. Ich selbst bin ja auch ein Kind der 90er Jahre im Berufsleben. Ich bin in den 90er Jahren in den Beruf reingekommen, hier in Düsseldorf. Und wir waren relativ früh bei meinem Arbeitgeber mit den Mitarbeitergesprächen mit dabei. Bereits Mitte der 90er Jahre gab es schon dieses Management by Objectives. Und ich weiß noch, dass wir uns immer auf die Gespräche lange vorbereitet haben. Also einmal pro Jahr. Dann war dann so ein Zeitslot von 2 Stunden, dass man auch schön einführt, keinen Stress hat. Man muss einen Raum buchen. Also die ganze Geschichte im Vorfeld war schon relativ aufwendig. Dann gab es ein ja, 8-seitiges Mitarbeitergespräch. Ich weiß gar nicht, ob es 8 oder 4 Seiten waren. Also auf einen Riesenbogen mit ganz vielen Fragen. Und den muss man auf beiden Seiten, also Führungskraft und Mitarbeiter, vorher ausfüllen. Und man hat also über das ganze Jahr gesammelt, dass man genug Material in Anführungszeichen hat, um dort ins Gespräch zu gehen. Und die Haltung des Mitarbeiters war meistens so, ich muss gucken, dass ich mich gut verkaufe, mehr Geld bekomme. Und die Haltung der Führungskraft war, ja, um Gottes Willen, bloß die Budgets nicht überschreiten, also Argumente finden, den nicht demotivieren, wenn es irgendwie geht, was nie stattgefunden hat. Es war eigentlich immer eine Demotivation, aber er soll ja auch nicht mit allem durchkommen. Und dieses Ritual, das wir in den 90er Jahren wirklich auch gepflegt haben, das aufzubrechen, und das sind noch viele Firmen heute genau in diesem Ritual drin, das ist das, was wir auf der Fahne haben. Und das geht mit Zest sehr gut übrigens. Und das muss einfach sein, schnell sein, es muss repetitiv sein, wir müssen drüber reden, es darf kein One-to-One-Talk sein, sondern es muss ein One-to-One in manchen Fällen schon, aber One-to-Many-Talk sein. Und diese Instrumente sauber einzusetzen und fein zu schleifen, das ist die Kunst. Ja. Ja. Ja, das kann man direkt so stehen lassen. Also es ist, wie du sagst, das glaube ich, gibt ultimativ viele Firmen noch am Markt, die noch, sag ich jetzt mal, relativ alte Sachen verwenden. Es dauert auch einfach eine lange Zeit. Ganz oft ist man eben auch, hat man gefühlt eben nicht diesen Need gesehen, warum man sich das jetzt aktuell eben ändern sollte. Das hat ja die letzten 15, 20 Jahre auch geklappt, aber es verändern sich eben sowohl auch die Unternehmen als auch die Kultur der Mitarbeiter, und die Leute haben neue Anforderungen, und außerdem, wie gesagt, es geht eben nicht nur darum, wirklich die Mitarbeiter selbst glücklich zu machen, sondern letztendlich schafft man es eben damit auch, sein Unternehmen selbst deutlich leistungsfähiger und stärker zu machen. Und was wir zum Beispiel tun, was auch ein Outcome ist, was ich erst spät entdeckt habe, aber mittlerweile wirklich eine gute Geschichte ist, wenn man diese Motivatoren hat, also diese Stimmung aus der Mannschaft, Kununu macht es ja extern, wenn du so willst, du bist immer überrascht, wie schlecht du denn abschneidest, aber du kannst ja dieses Kununu intern vorziehen mit solchen Tools wie Zest, du merkst also viel früher, ob deine Schieflage dabei ist. Und wenn du diese Motivatorenkampagne nimmst, diese Heatmap, wo die Mitarbeiter selbst gesagt haben, das interessiert mich, das hat die Firma gut gemacht, und du legst einem Bewerber, einer Bewerberin diese Heatmap rein, also in das Gespräch, und zeigst aber, das ist das, was unser Team hier sieht. Und dann kannst du über Dinge sprechen, die du normalerweise nie ansprechen würdest. Ja. Und das signalisiert ja eine Offenheit. Ja? Also ich werde hier gehört. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es gehört werden, eine Stimme haben, Purpose finden, auch sich selbst einbringen. Das ist wichtiger denn je. Ja, würde ich dir vollkommen zustimmen. Was waren denn so Herausforderungen bei dem, sage ich jetzt mal, bei der Einführung, die ihr hattet? Ja. Also technisch garantiert nichts. Also das Testtool ist sehr gut einzuführen, auch schnell einzuführen. Aber diese Zeitspannen mit dem Team arbeiten, die Prozesse feinschleifen, die Fragebogen, die haben wir auch über mehrere Instanzen nochmal verändert. Diese Check-ins, die du gerade angesprochen hast, vorhin, die wir monatlich bei uns machen, die wurden am Anfang von mir erstmal eingestellt. Dann haben die Mitarbeiter gesagt, ja, aber ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich mitgeben will. Also das ist immer so ein iterativer Prozess. So ein System, ja, das stoppt eigentlich nie, sondern es wächst mit den Anforderungen, mit dem Unternehmen. Und ich glaube, das Wichtige ist dort, die Mitarbeiter müssen erstmal sehen, dass es funktioniert, dass sie auch gehört werden, dass aber was rauskommt. Weil wenn du das System nur einführst und dann konsumierst, dann bist du in der alten Welt wieder. Und dann wird das System gegen die Wand fahren. Dann lass uns noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen. Konkret sozusagen, wie man jetzt hier auf Basis, sage ich jetzt mal, der Erkenntnisse, die man sich erarbeitet hier über Check-ins, über persönliche Gespräche, über Ziele, die man auch gemeinsam setzt, wie ihr das da bei Permanent aktuell löst. Und genau, das mal nochmal aus der Praxis ein paar Teile ein bisschen teilen, Dirk.
Ja, hier siehst du ja schon, danke dafür, die Folie dort, wie das dann aussieht später. Du hast in der Mitte eben diese OKRs und siehst, wie die Ziele dort ausgebaut werden. Und das Verrückte ist ja, dass du unheimlich, du hast vorhin angesprochen, sehr viele Tools hast, die unterschiedlich laufen. Wir versuchen in diesem Check-in, der wirklich nur 5 Minuten dauert, das ist also einmal pro Monat ein Check-in, die wesentlichen Dinge in diesen Check-in dynamisch einzubauen. Also Beispiel, wir haben eine, am Anfang geht es los, wie du dich fühlst, was so dann, sagen wir mal, die Stimmung im Team ist, wie du dich mit der Geschäftsführung austauschst, wie denn die, insgesamt das ganze Team sich gegenseitig supportet. Das ist so der erste Bereich. Der zweite Bereich, den wir haben, ist, dass diese OKRs, an denen du gerade arbeitest, auch eingeblendet werden und du kannst dann während des Check-ins, das du ja eh einmal pro Monat machen solltest, kannst du sofort deine OKRs mitbearbeiten, musst dich immer wieder dir eine Wiedervorlage geben, wann deine Ziele verändert werden, das ist ein Aufwasch. Genau das Thema Skills, das ist ja die Währung der Zukunft im Job, also welche Skills habe ich, für was kann ich dann praktisch angesprochen werden, zu was kann ich beitragen, auch diese Skills, die man dann praktisch erwirbt, kann man diesem OKR, in diesem Check-in mit reingeben. Und die wichtigste Frage für mich speziell, muss man dazu sagen, ganz am Ende gibt es so eine 10er-Skala, so eine NPS-Skala und die Frage heißt, wie würdest du persönlich deinen Beitrag im letzten Monat zur Firma, zu einem insgesamt zu dem Gewinn oder zum Beitrag in der Firma bewerten, zwischen 0 und 10. Und das ist ganz interessant, weil du siehst ja selbst eine Reflexion der Menschen, die müssen überlegen, ja und was war jetzt mein Beitrag? Wir waren vielleicht sehr erfolgreich gerade, wir haben also 1000 Deals gemacht, aber ich selbst fühle mich jetzt gar nicht dazugehörig. Und wir haben, und das geht so Richtung Erfolgsfaktoren, die du ansprichst, wir haben, ich habe ein Versprechen an meine Mannschaft. Ich sage, wenn ihr mir ein Check-in gibt, dann werde ich innerhalb von 24 Stunden, spätestens 48 Stunden, wenn ein Wochenende dazwischen ist, den Check-in auch kommentieren und zurückgeben, dass ihr wisst, was ich dazu sage. Und je mehr die Menschen schreiben an Langtext in verschiedenen Positionen, umso mehr kriegen die von mir auch als Langtext, als Dankeschön. Ja, also wenn jemand nur das runterklickt, dann kriegt er bei mir nicht viel. Wenn dabei jemand sich wirklich einbringt, dann kann er erwarten, dass er von mir auch wirklich vieles zurückbekommt. Genau, und das ist tatsächlich, wie du sagst, das muss eben was zurückkommen, ne? Und ich glaube, das ist eben eines der großen Probleme von vielen Tools oder neuen Kultur-Changes, von Umfragen generell, dass Sachen rauskommen, dass Leute Probleme raisen, dass Leute andere Ziele haben und dann passiert aber nichts damit, dann wird nichts gemacht und dann ist natürlich ganz schnell so ein Tool auch nicht sonderlich erfolgreich. Deswegen muss es eben sehr gut integriert sein, dass man eben wirklich direkt basierend auf jetzt zum Beispiel neuen Problemen, die man hat oder neuen Challenges, neue Ziele, die man hat, direkt darauf basierend eben sehr leicht neue Ziele auch definieren kann, denen man eben dann folgt, die auch transparent sind im Unternehmen, ne? Das heißt, du stellst beispielsweise, hörst dir was von Sarah, was aktuell gerade noch nicht so gut läuft. Ihr könnt direkt darauf basierend eben ein neues Ziel einstellen. Sie kann es vorschlagen oder stellt das ein und dann sieht direkt das Unternehmen, okay, hieran arbeiten wir. Da wird der Fortschritt gemessen, zum Beispiel jeden Monat. Und dann wird er auch, so sage ich jetzt mal, sehr schnell da auch das, ja, sowohl die Zufriedenheit natürlich der Mitarbeiter dadurch angekurbelt, weil die eben sehen, okay, sie werden gehört. Es passiert auch letztendlich wirklich was damit. Und gleichzeitig eben auch dann die Performance des Unternehmens als generell. Weil wenn man natürlich generell an gleichen Zielen arbeitet, dann wird auch das Unternehmen strategisch erfolgreicher in the long run. Ja, und das war ja auch damals, was mich so geärgert hat, vor Jahren, 4, 5 Jahren, hat ja SAP dann so eine SuccessFactors-Geschichte aufgebaut im Fernsehen, wo dann so ein riesen Cockpit wie ein Raumschiff Enterprise da war und sagt, ich habe jetzt hier alle Zahlen mit dabei und wenn ich hier dran drehe, dann funktioniert Folgendes. Man hat die Menschen total vergessen an der ganzen Geschichte. Man hat gedacht, wenn ich jetzt an bestimmten Schräubchen drehe, dann läuft ein Geschäft irgendwo besser, nur weil ich dieses Wissen und die Zahl habe. Und das ist falsch. Und man sieht ja zum Beispiel an Workday, die macht es ja ähnlich, die haben ja damals Peacon gekauft und man muss nicht zu Pico und zu Workday gehen. Man kann also viel mehr Prozess auch bekommen. Ja, wir sind ja praktisch ein unabhängiges Tool dazu. Aber auch da hat man gemerkt, dass eine Workday, eine SAP, SuccessFactors, eine Cornerstone, die jetzt auch alles Richtung Engagement reinschmeißen. Ja, also alle großen Softwarepakete kümmern sich jetzt gerade um das Thema Engagement. Nur die machen es halbherzig. Ja, die machen es wieder zu komplex. Und das ist das Problem dabei. Man will so eine eierlegende Wollmilchsau aufbauen und dann wird es für den Bediener
nicht mehr praktisch genug. Und das ist ja genau unser Credo, wo wir sagen, ja, auch wenn du eine SAP hast, wenn du ein Talentsoft hast, wenn du ein Personio hast, lass die den Personalprozess ordentlich machen. Bloß das, was wir hier machen, das ganze Thema Engagement, das ist eine andere Welt. Und das hat mit dem Urlaubsantrag nichts zu tun. Die Oberflächen müssen anders sein. Ja? Und auch diese Arbeitsebene ist eine andere. Ob du jetzt ein Projektmanagement-Tool hast, wie Trello zum Beispiel, das hat nichts mit den OKRs in CES zu tun. Und das thematisch auszuarbeiten und zu überlegen, was ist das Thema Engagement, was hat mit Förderung, mit Karriere zu tun, mit Menschen, mit Zuhören und was ist operativ, was mit Kennzahlen zu tun hat. Ich glaube, Da müssen wir eine Trennschärfe kriegen. Mhm. Ja, schönes Schlusswort, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ich denke auch, dass das da eben sehr viele verschiedene Player gibt, aber man muss eben nicht alles machen, es muss nicht alles perfekt in ein Tool, sage ich jetzt mal, oder alles aus einer Hand kommen, weil letztendlich ist es viel wichtiger, dass eben die einzelnen Tools dann auch wirklich das Beste am Markt rausholen, das Beste aus den Mitarbeitern rausholen und nicht einfach nur sozusagen alles simpel aus einer Hand, lieber eine spezialisierte Lösung, die eben auch fokussiert ist und auch wirklich die Probleme angeht. Ja, das hat ja auch SAP bewiesen. SAP hat alles machen wollen damals, sind gescheitert, weil das nicht mehr bedienbar war. Und das wollen wir nicht machen, diese Geschichte. Und wir sehen es bei unseren Smartphones. Wenn ich hier drauf bin, habe ich nicht nur eine App drauf, sondern ich habe verschiedene Apps drauf und hole mir immer die besten Apps aus verschiedenen Welten. Und das ist auch das, was die Menschen wollen. Und das Beste aus der Welt Engagement ist bestimmt CES. Da bin ich voll begeistert von. Wie gesagt, wir haben es auch ausprobiert. Es funktioniert. Das ist schon mal wichtig. Und ihr habt hier einen Partner mit uns in Deutschland, wo wir auch wissen, wie der deutsche Markt tickt. Und wir wissen die Probleme, die wir auch haben. Also ist ja nicht so, dass wir von Anfang an gesagt haben, juhu, alles funktioniert. Also wir haben ganz viele Learnings und die möchte ich mir gerne mitgeben. Und das ist jetzt das Angebot. Und dann kommen wir zum Ende dieses heutigen Webinars, Maxi, wie du angesagt hast. Seid interessiert dran, seid neugierig, guckt einfach mal rein, was funktioniert, nehmt mit uns Kontakt auf, entweder mit Maxim direkt über die CESTMeUp.com-Seite, die wir haben, da gibt es auch eine deutsche Seite, eine englische Seite, eine französische Seite. Ihr habt gesehen, wir haben 24 Sprachen mittlerweile mit China, mit Japan, allem drum und dran. Also wir sind ein globales Tool, das ist wichtig, weil Kultur ist nicht lokal, Kultur ist übergreifend und genau das ist die Stärke eben von CEST. Mit einer neuen Methode, mit einem Tool, das man wirklich als solches auch gut erkennen kann und uns als Partner, dass wir es einführen, Maxim. Das ist so mein Statement für heute und jetzt gebe ich rüber zum Schlusswort an dich. Danke dir. Also ich glaube, das Schlusswort kann ich nicht mehr toppen. vielen Dank, Dirk, für das Webinar, für die Organisation. Ich freue mich auf die Zukunft von dir. Danke, Maxim. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.